Ja, mein Name ist Hubert Moos, hier aus Stuttgart, und ich kandidiere auch für die Liste der Bürgerrechtsbewegung Solidarität zur Europawahl. Und ich möchte anknüpfen an das, was Frau Fimmen vorher gesagt hat, und noch ein paar Akzente da deutlicher machen. Die Grünen und ähnlich auch alle Bundestagsparteien sagen uns, die Ressourcen der Erde sind begrenzt. Wenn wir weiter so leben wie bisher, werden unsere Kinder und Enkel nichts mehr zum Leben haben. Deshalb müssen wir uns jetzt einschränken. Aus Verantwortung für kommende Generationen gibt es keine Alternative zu einem entschlossenen Sparkurs. So sagen die Grünen. In einem haben sie recht. Wenn wir weiter verantwortungslos plündern und prassen, werden unsere Kinder und Enkel die Folgen tragen müssen. Die behauptete Alternativlosigkeit zum eisernen Sparen ist jedoch grundfalsch. Denn so wie diese Propheten hat schon vor 200 Jahren Thomas Malthus in England gepredigt, die Bevölkerung wächst schneller als die Steigerung der Nahrungsproduktion. Deshalb werden die meisten Menschen alternativlos in Elend und Not leben müssen und vorzeitig sterben. Tatsache ist aber, dass die Bevölkerungsdichte in ganz Europa in der Zwischenzeit auf ein Mehrfaches angestiegen ist und sich gleichzeitig der Lebensstandard massiv erhöht hat. Also ganz das Gegenteil ist eingetreten von dem, was Malthus prophezeit hat. Und die Ursache dafür ist die Höherentwicklung der Kultur, Wissenschaft und Technik und eine gravierende Steigerung der Produktivität. Von daher ist der geforderte Sparkurs nichts anderes als eine törichte Realitätsverweigerung und Verantwortungslosigkeit. Also keine Verantwortung für zukünftige Generationen, sondern verantwortungslos. Die Büsow arbeiten nach einem ganz anderen Konzept. Wirkliche Verantwortung für die Zukunft der Menschheit können nur diejenigen wahrnehmen, die dem Gemeinwohl und der Freiheit für alle Menschen die erste Priorität einräumen. Deshalb verbietet sich jede Art von Kapitalismus oder Sozialismus. Denn in diesen Systemen wird dem größten Teil der Bevölkerung die Möglichkeit entzogen, in freier Eigeninitiative sich einzubringen und mit ihrer Kreativität den Wohlstand aller zu erhöhen. Das Konzept der Büsow ist daher, massive produktive Investitionen in Forschung und Entwicklung, vor allem in die Infrastruktur, also Energiekapazitäten, Verkehrswege, Bildungs- und Gesundheitswesen, damit die lebenswichtigen Güter für die ganze Bevölkerung auch künftig noch sicher und bezahlbar hergestellt werden können. Wir müssen den ganzen Irrsinn des neoliberalen Wirtschaftssystems abschaffen, das ausschließlich darauf aus ist, den Reichtum einer kleinen Oberschicht von Oligarchen zu erhöhen und die große Mehrheit auszuplündern. Voraussetzung dafür ist die Einführung des Trendbankensystems, wie es die Büsow schon seit vielen Jahren fordert, damit durch die Stilllegung der Finanzspekulation die Ausplünderung der Realwirtschaft beendet wird. Dann wird der Ertrag ehrlicher Arbeit nicht mehr von den Oligarchen abgesahnt. Dann können auch endlich durch die Ausgabe niedrig verzinslicher Nationalkredite alle notwendigen Investitionen finanziert werden. Des Weiteren müssen wir den Irrsinn der sogenannten Klimarettung beenden, die Billionen Euro an Volksvermögen verschleudert und nahezu jede sinnvolle Investition in die Zukunft zunichte macht. Es ist erstaunlich, dass nicht nur Menschen mit niedriger Bildung, sondern auch Akademiker und Professoren sich die plumpen Lügen der Klimagurus aufbinden lassen. Tatsache ist, dass auch ein totales Ende aller menschlicher CO2-Emissionen auf der Erde
nicht den geringsten Einfluss auf die Temperatur der Atmosphäre hätte. Es ist nur zu hoffen, dass die Klimabetrüger endlich entlarvt und zur Verantwortung gezogen werden. Dann kann auch die dringend benötigte Energie wieder aus rentablen und sicheren Kraftwerken erzeugt werden und nicht horrend teuer aus Photovoltaik und Windrädern. Ohne eine ganz wesentliche Erhöhung der Energieerzeugung sind die Herausforderungen der Zukunft nicht zu meistern. Die vorsätzliche Verknappung und Verteuerung der Energie, wie sie von den anderen Parteien gefordert wird, zerstört dagegen die Lebensgrundlagen der Zukunft. Mit den Konzepten der Büsow können wir in relativ kurzer Zeit wieder Vollbeschäftigung erreichen und der Jugend unseres Landes wieder erstrebenswerte Perspektiven eröffnen.